Heute geht es um ein ganz spezielles Thema, nämlich um die Videospiele unserer Kindheit. Und Merle und ich sind in einer Zeit aufgewachsen, da waren Videospiele sozusagen gerade im Kommen, also wurden sozusagen marktfähig. Davor war das noch ein bisschen was Unbekanntes und wir sind halt genau damit aufgewachsen. Unsere Eltern haben es nicht ganz verstanden. Jetzt ist es was ganz, ganz Alltägliches. Und darum soll es also heute gehen, die Top 3 Videospiele unserer Kindheit. Mein Platz 3, ein Spiel, was glaube ich viele Kinder meiner Generation geprägt hat, und zwar die gelbe Edition von Pokémon. Beziehungsweise eigentlich diese ganze Reihe, also blau, rot und gelb. Die waren eigentlich alle ziemlich gleichwertig. Ein Spiel, was ich in meiner Kindheit viele Stunden gespielt habe. Anstatt nach draußen zu gehen und meine Freunde zu spielen, haben wir halt hier drin gesessen und Pokémon gespielt. Ein Spiel, was quasi eine ganze viele Generationen bewegt hat und viele, viele Spiele nach sich zog, die ich in letzter Zeit nicht mehr so oft gespielt habe. Aber dieses Spiel war doch irgendwie prägend und besser als Digimon. Der Platz 3 ist bei mir Monkey Island, und zwar der dritte Teil. Das war auch der erste Teil, den ich davon gespielt habe. Und die Grafik hat mich einfach umgehauen zu der Zeit, weil sie alle so in diesem Comic-Look hat. Und die Cutscenes, die sahen praktisch genauso aus wie das Spiel selbst. Der Humor ist einfach zum Schreien. Ich habe mich totgelacht, auch schon in den jungen Jahren. Und deswegen bin ich ein Riesenfan dieser Reihe geworden, vor allen Dingen halt der ersten drei Teile. Der vierte Teil hat mich so ein bisschen enttäuscht, weil es nicht mehr dieses typische Point-and-Click-Adventure-mäßige war. Und ich bin auch heute noch ein riesiger Fan von Point-and-Click-Adventure, auch von solchen Mini-Point-and-Click-Adventures, die ich euch immer wieder auf Facebook, auf unserer Fanpage verlinke. Also schaut auch mal da vorbei. Mein Platz 2, ein merkwürdiger Titel, Kirby 64 Crystal Shards. Ein Spiel eben, wo es um Kirby geht. Wie gesagt, ich war ein Kind und das Spiel war eigentlich ganz cool, weil das war auf dem N64 und eines der ersten Spiele, die eben in 3D so waren, und es war schon irgendwie, hat Spaß gemacht und war beeindruckend so von der Grafik, und ich habe da viele schöne Stunden mit verbracht und deswegen mein Platz 2. Bei mir auf Platz 2 ist ein Final Fantasy Titel, und zwar der 9. Das Lustige an der Sache ist, dass ich mir 7, 8 und 9 gleichzeitig gekauft habe. Die waren da alle schon draußen für die PlayStation 1 damals noch. Und ich habe sie dann chronologisch, also auch nach ihrem Erscheinungsdatum, sozusagen durchgespielt. Und aus irgendeinem Grund ist der 9. Teil bei mir am meisten hängen geblieben, obwohl der eigentlich so in der Final Fantasy Fangemeinschaft gar nicht so beliebt ist. Mich hat vor allen Dingen das Setting unglaublich beeindruckt. Dieses leicht märchenhafte und auch dieser leichte Steampunk-Anteil mit diesen fliegenden Schiffen fand ich schon damals unglaublich klasse und finde ich heute nur noch umso geiler. Und auch die Charaktere, obwohl sie halt so kindlich waren, haben mir gut gefallen. Und er war halt nicht ganz so düster und es war alles ein bisschen märchenhafter, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und auf Platz 1, eines der besten Spiele aller Zeiten, die ich schon sehr früh spielen konnte, auch auf dem N64. Es geht um Ocarina of Time. Wohl das beste Zelda-Spiel und vielleicht auch eines der besten Spiele überhaupt. Habe ich in meiner Kindheit sehr viel gespielt, auch wenn ich diese Rätsel nie wirklich verstanden habe und irgendwann frustriert aufgegeben habe. Aber die Zeit bis dahin war sehr schön und irgendwann muss ich das auch mal nachholen. Und deswegen ist Ocarina of Time mein Spiel, was mich in meiner Kindheit am meisten geprägt hat. Ja, die Nummer 1. Das war so ziemlich das erste Spiel, was ich auf einer wirklichen Videospielkonsole hatte. Ich hatte vorher nur einen Gameboy und das war dann meine erste Konsole, nämlich der Super Nintendo. Oder das Super Nintendo. Wie auch immer, das war das erste Spiel, das ich dabei hatte, nämlich Donkey Kong Country 1. Und ich liebe Jump'n'Runs, vor allen Dingen diese seitwärts gehenden, noch nicht mal 3D Jump'n'Runs. Und Donkey Kong fand ich einfach unglaublich klasse. Der kam vollkommen ohne irgendwelche Sprache im Prinzip aus. Hinzu kommt ein verdammt guter Soundtrack, den ich mir heute noch angucke, obwohl das eigentlich nur rumgepiepst ist. Ich weiß gar nicht, ob das viele Leute so nachvollziehen können, dass ein Musikstück einen so bewegen kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Aqua-Ambiente höre, das ein wirklich prägende Musik meiner Kindheit ist, dann fühle ich mich einfach glücklich. Das hört sich ganz dumm an, aber wenn ich irgendwie was mit Videospielen und Kindheit verbinde, ist es genau dieses Lied. Und deswegen verlinke ich euch das jetzt auch mal hier. Also, Donkey Kong Country 1, mein
Ja, Videospiel der Kindheit. Ja, das waren die Spiele, die uns in unserer Kindheit bewegt haben. Wie war es bei euch? In welchen Epochen seid ihr aufgewachsen? In den 80ern, in den 90ern, in den 2000ern? Schreibt es in die Kommentare und welche Spiele ihr in eurer Kindheit so gespielt habt. Ob alles von Tetris bis Zelda. Schreibt einfach alles rein. Ansonsten gibt es hier das unser letztes Video und hier noch irgendein anderes unserer letzten Videos. Schaut einfach mal rein und wir sehen uns nächste Woche.